Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zum MyGM-Mode mit Episode Nummer 16. In der letzten Ausgabe haben wir ja die Saison beendet, haben die Playoffs knapp verpasst. Jetzt liegt die Off-Season vor uns und Steven Klein, unser Eigentümer, gibt uns erstmal ein horrendes Ziel vor, und zwar einen Spieler mit einem Overall von 87 oder mehr zu verpflichten. Und da gibt es einen Clinch, einen Streit, das ist mein Kader. Also bestimme ich, wer spielt. Also da ging es kurz mal heftig zur Sache. Aber bevor wir hier in die Offseason reingehen, möchte ich kurz sagen, dass Sony momentan anscheinend wirklich derbe Probleme hat. Ich habe mich mal die Tage ein bisschen schlau gemacht. Also ich bin nicht der Einzige, der sich da seit 2 Tagen nicht einloggen kann. Und deswegen immer noch keine Major Pain Action. Ich kann momentan nur auf mein Archiv zurückgreifen. Das heißt, nur bereits aufgenommenes kann ich bearbeiten und somit auch hochladen. Neues Material ist momentan Fehlanzeige, da halt Sonys Netzwerk über Probleme plagt. Heißt aber noch lange nicht, dass wir keinen Spaß haben können im MyGM-Mode. Das Gegenteil ist der Fall. Wir schauen mal, was uns so erwartet. Sind gerade in der Draft-Lotterie, also im Countdown, womit wir nicht viel zu tun haben. Denn wer sich erinnern kann, unser Pick für den Draft in diesem Jahr ging rüber nach Philly. Die haben 3 Picks in der Lotterie, stauben auch den ersten ab zu den Nummer 14. Und Nummer 15, nein Quatsch, Nummer 13 und Nummer 14. 15 haben die Rockets, ich sollte keinen Mist erzählen. Hier sehen wir nochmal den Überblick, die First Round ohne die Magic. Das hatten wir aber so vorausgeahnt bzw. vorausgeplant, nachdem wir ja fleißig getradet hatten am Anfang der Serie. Momentan bringt uns das noch nicht so viel. Aber wir wissen natürlich alle, dass meine Magic momentan, so wie sie gerade zusammengestellt sind, einen ziemlich jungen Kern haben. Also wie sagt man immer so schön, wir sind den langfristigen Weg gegangen. Wir haben eine langfristige Planung und zu einer langfristigen Planung, um es nochmal zu wiederholen, gehört ein guter Coach. Den hatten wir bis jetzt nicht. Wir haben mit 2 Headcoaches zusammengearbeitet. Jetzt kommt Nummer 3. Und vorweg muss man sagen, dass wirklich gute Kandidaten auf dem Markt waren, unter anderem der Eric Spoelstra und Doc Rivers. Beide haben jedoch mein Budget gesprengt und Scott Brooks war dann der Beste, den ich mir leisten konnte. Und ich finde, er hat passable Werte, überall B, und er hat 3 Plaketten, die meinen jungen Spielern helfen könnten. Und ich dachte mir, warum nicht? Warum nicht versuchen, und damit ist Scott Brooks für die nächsten 3 Jahre, wenn es gut läuft, unser Head Coach. Machen wir weiter mit den offenen Optionen, also wo ich welche Option ziehe, sehen wir hier. Es sind nicht wenige Spieler und auch nicht unwichtige, Oladipo, Levine, Wiggins, Olynyk, Marble, Norberg und vielleicht der wichtigste, Howard, der hatte eine Spieleroption, die hat er nicht gezogen. Das heißt, Dwight versucht's auf dem freien Markt, in den freien Gewässern. Wir könnten ihm nochmal ein Angebot unterbreiten. Mal schauen, wo uns diese Offseason hinführt. Die Qualifying Offers sehen wir auch gerade, und zwar für Evan Fournier und Andrew Nicholson. Ganz ehrlich, beide Spieler haben eine ziemlich untergeordnete Rolle in meiner Rotation gespielt. Somit habe ich es mir zweimal überlegt, ob die beiden noch weiterhin ein Bestandteil der Magic sein werden. Habe für beide die Option verstreichen lassen. Damit sieht es ein bisschen dürr aus momentan in unserem Kader, aber noch ist die Offseason ja nicht zu Ende. Meine Free Agents. Hier sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Dwight Howard möchte die FA testen. Möchtest du die Das Gras ist nicht grüner Rede verwenden? Mein Gott, 2K. Überragend philosophisch, aber mit dieser Rede können wir ihm ein Angebot unterbreiten. Der verlorene Sohn. Wird er uns wieder verloren gehen? Oder werden wir ihn vom Verbleib überzeugen können? Aber Dwight, den hat man in dieser Situation ein bisschen, wie soll ich das formulieren, ein bisschen ins Gehirn geschissen.
Was zur Hölle ist das für eine kranke Gehaltsforderung? Erstmal möchte er 5 Jahre und über 120 Millionen. Ja, was zur Hölle? Was ist das denn? Das ist ja pure Utopie. Ich meine, der ist schon 30, kommt über die Athletik, über die Power. Mit 35 wird er die nicht mehr haben. Und der Typ des Vertrags soll auch noch 4,5% sein. Plus 4,5% dachte ich, Dwight, ey, Dwight, wir kennen uns schon so lange. Neues Angebot, 2 Jahre plus Option fürs Team, 34,25 Millionen. Und der Typ ist minus 4,5%. Guckt man sich dann das jährliche Gehalt von ihm an, das runtergehen wird, ist es einigermaßen vertretbar, 17,52, damit startet er und letzten Endes im letzten Jahr hätte er 15,94. Unsere Grenze wäre relativ gesund und der Dwight könnte die jungen Spieler nochmals führen. Er sagt nicht schlecht, geben Sie mir etwas Zeit, um über Ihr Angebot nachzudenken. Mein Gott, der hat aber hoch gepokert, der junge Mann. Hoch gepokert, relativ junger Mann. 30 ist ja kein Alter, bloß im Profisport schon. Nun ja, seien wir ehrlich, das ist nicht das primäre Thema, mit dem wir uns hier auseinandersetzen möchten, denn Dorrell Wright, mit dem geht's als nächstes in Vertragsverhandlung, ist zwar auch schon ein Veteran, aber auf der 3 sind wir jetzt nicht so dicht besiedelt. Nach Wiggins kommt nicht mehr viel und für 5,30 Millionen für 2 Jahre plus eine Option fürs Team sage ich nicht nein, aber jetzt kommt es. Denn jetzt tritt die Situation in Kraft oder jetzt erwartet uns die Situation, die ich ganze Zeit angepriesen habe. Metaphorisch ausgedrückt wäre das jetzt die Kirsche auf der Torte oder der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Denn Victor Oladipo, einer der besagten Alpha-Tiere, hat jetzt die Nase voll. Das hat mich ziemlich überrascht. Ich dachte, das kommt eher aus Richtung Levine, vielleicht auch Wiggins. Aber Oladipo ist hier gewillt, seine Karten auf den Tisch zu legen. Er sagt, er will nicht mehr. Er will getradet werden oder Thomas soll getradet werden. Es geht da um die Ballführung, denn er möchte genauso oft den Ball haben wie Thomas. Verstehe ich nicht ganz, denn wenn ich spiele, also wenn wir Gameplay sehen, ist das eigentlich relativ ordentlich aufgeteilt. Aber wisst ihr was? Egal, was jetzt kommen wird, eins ist gewiss. Und zwar werden Veränderungen folgen, und zwar gravierend. Aber erstmal geht's in den Draft. Wir hören im Hintergrund Adam Silver, aber da wir keinen Pick haben in der ersten Runde und wir uns allgemein nicht mit dem neuen Jahrgang beschäftigt haben, gibt's nicht so viel. Aber trotzdem habe ich während des Drafts versucht, über Oladipo an irgendetwas Kostbares heranzukommen. Ich habe geguckt, alle Teams, fast alle Teams haben ein Angebot abgegeben und dann habe ich das hier gesehen. Die 76ers waren gewillt, Joel Embiid abzugeben. Mit Dwight war ich mir ja prinzipiell noch nicht einig. Klar, das Angebot wurde abgeschickt, aber wenn wir die nackten Fakten auf den Tisch legen, ist Embiid 22. Und Dwight 30 und Dwight ist ein Anführer und Embiid ist nicht der Scorer, er ist eher der Defender, er ist eher der Mann in der Zone und das brauche ich. Damit würden wir uns 2 Häuptlingen entledigen, einmal Oladipo und Dwight würde dann halt über die FA anderswo hingehen und wir könnten den Backcourt so belassen wie er ist und Embiid in die Zone packen. Entwicklung pur, vielleicht die Strukturen neu ordnen oder damit wären die Strukturen neu geordnet und wir haben es gesehen, der Trade ist über den Tisch, habe sogar noch einen First Rounder von den 76ers bekommen und darf jetzt ein Talent auswählen. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Jahrgang nicht beschäftigt, habe dann geguckt, was meine Mitarbeiter wollen und was die Draftboards sagen, also die Mock-Drafts, und es wird Terry Keefe, ein Small Forward. Schauen wir uns das Ganze an, hat ein Overall von 68, ist 21, weiß ich nicht wohin mit ihm, ich habe es einfach mal so getan und jetzt müssen wir schauen, wie wir von der Offseason einen guten Schwung mitnehmen in die neue Saison. Bin mal gespannt.